Ja, und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 1. Übrigens, ja, es ist die Prepare to Die Edition. Also, es ist auch der DLC dabei. Ihr wisst ja, wo wir sind. Ich habe euch mal die ganze Lauferei erspart, weil da waren wir schon mal in Part 2. Der und da mit dem Kellerschlüssel, den wir vor der Kirche gefunden haben, haben wir da jetzt mal aufgespart. Erschien mir als recht akzeptabel, so weil ihr euch da den ganzen Laufweg jetzt antun musstet. Ne. Ihr wisst ja, wo das ist. Dann machen wir hier auf, haben wir einen Shortcut. Zu El Leuchtfeuer Grande. Was hast du gedroppt? Natürlich wieder die Schuhe, was denn sonst? Ja. Und ganz wichtig, unbedingt sollte man Scheiße bauen. Sonst ist man danach am Arsch der Welt. Und aufsteigen möchte ich auch noch eben. Ach, zu langsam. Ih, kann ich nicht. Scheiße. Dann halt nicht. Ist ja gut, Spiel. Ei. Flop, flop, flop. Da habe ich noch eine andere Idee. Das machen wir mal ganz fix. Aua, nicht das. Nicht das habe ich gesagt. Dab, 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 dab. Ah, mal was Neues. Ein stählerner BH für die Maya. Es ist kein BH. Ach nein. Kommt aber verdammt nah dran. So, du Pappnase. Für einfach mal 3000 mehr dafür. Nein. André verkauft mir es für 2000. Und dann stinkt es nicht nach Leiche. Ein Hemd? Ein Hemd! Für den Maja ein Hemd. Hör auf! Haha! Oh. Jetzt habe ich die Hose schon dreimal. Etwas fahrlässig ist der Weg hier ja schon, weil wenn du da Eile hast und fliegst dann da seit 100, dann war's das, dann bist du tot. Böser Hund, aus. Waren das nicht mal drei Hunde? Ja doch, ne? Da muss ich's doch. Ja, okay, sei doch. Hier gibt es übrigens auch einen Trick. Und zwar diese äußerst verdächtigen Türen hier. Da kommen sonst Assassinen raus und die kann man hier einfach durch die Tür killen. Dann spart man sich hier diesen Zinnober. Jetzt geht man ein bisschen weiter vor. Noch ein Stück. Und jetzt gehen die Türen auf. Und geben unsere Preise frei. Seht ihr? Da liegt er. Und der hat uns sogar was gedroppt. Komm, was Cooles. Ei. Wie sieht er. Aua, hey. Langsam, ja. Ich glaube, der war nicht ganz frisch. Wie sieht das aus? Ich muss das jetzt mal wissen. Halt falsch. Da. Ach ja, also es geht schon. Man sieht hier sogar ein bisschen Haut da unter der Rüstung, da sieht man doch den Bauch. Meine Güte. Maja, du. Nee. Ich bleib mal da dabei. Das müsste deutlich bessere Werte haben, ja. Dann gehen wir mal unterhalb des Turmes hin. Wollt? Hier war das, ne? Somebody. Please let me out of here. Somebody. Anybody. Help me. Unlock the door. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Tja, habe ich mal so freundlich die Tür aufgemacht, gell? Brilliant.
You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought of the others. I am Griggs of Vindheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Ja, passt schon. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Okay, damit hätten wir auch Griggs befreit. Au. Na. Bei denen muss man vorsichtig sein, die können nämlich ganz schön böse Aua machen. Kommst du mal? Ich will mich doch bloß mit euch mal unterhalten. Über Gott. Gott gibt's hier nicht. Na, wo ist dein Gott jetzt? Vor allem dieses ewig lange Gitter bis da runter und unten ist Wiese. Naja, aber es war schön. Ich finde das Gebiet ja so schön, das alles mit so Efeu überwuchert und so. So eine Stadt hätte in Dark Souls 3 echt, aber das, sowas hier, so Altbauten und so, das wäre doch schön gewesen. Aber was haben wir bekommen? Okay, Iris ist ganz nett, aber ja, Lothric gefällt mir persönlich nicht. Viel zu gelb. Hey! Zielschild. Ja, schau an. Ein Zielschild. Komm mal her, Hund. Stirb, Hund. War das hier? Nein. War das hier? Nein, hier. Hier ist dieses coole Set. Der schwarze Leder und noch ein Zielschild. Es wiegt aber deutlich weniger. Was denn? Lederstiefel? Wann? Wie sieht es so aus? Ich muss mal ins Licht. Das würde gehen. Schwarze Lederstiefel wiegen ein bisschen mehr. Hat aber auch Style. Und die Handschuhe. Ja doch. Das gefällt mir dann doch jetzt irgendwie. Jetzt sind wir mal als Scheindieb unterwegs. Ich habe da mal was gesehen. Ich muss es einfach mal testen. Wenn es nicht klappt, dann nicht. Aber man muss es mal versuchen, dann weiß man, ob es klappt. Man muss hier... Warte. So. Und jetzt, glaube ich, so schmeißen. Nee, das war es noch nicht. Wie gesagt, auf Feuerbomben kommen sie mir jetzt wirklich nicht an. Ja! Ich habe irgendwas getötet. Okay, die eine, die hebe ich mir jetzt noch auf. Und waghalsig wie ich bin, ich tausend Sasser, ich gehe das einfach mal rein. Ich glaube, ich habe den Bruder des Hundes getötet. Fall mal runter. Au, doch nicht ich. Aua. Meinte dich. Ja. Dich hässlichen Ziegendämon. Guck mal, ich habe so viel Zeit, ich heile mich sogar noch. Ich heile mich ja sogar noch. Ich glaube, das hat ihn gar nicht gefallen, dass ich mich heile. Da und Dena und Schweren hinterher und au, 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 au.
Stirb, Ziege! Gut, hast es gemacht, Maya. Gut, hast es gemacht. Bin ich stolz auf dich. Hast mir alle Ehre gemacht. Gutes Mädchen. Ja, so schnell kann das gehen. So. Noch eine Hüllendiebrust. Du kannst auch mal Zeug. Also die anderen Teile des Sets gerade robben, hätte ich nichts dagegen. Nee, auch gut. Dann machen wir uns hier noch einen Shortcut auf. Da, 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 da. Ich glaube, ich nenne das dann wohl eher statt Let's Play einen Walkthrough, weil es ist kein Let's Play, es ist mehr so ein Durchlauf. Wie so ein Durchlauferhitzer, nur anders und ohne Erhitzen. Hi. Kaufen wir mal 10 Stück. Auch machen wir nochmal 8 Stück, das passt dann schon. Naja, was hast du da? Ein bisschen kohleartiges Harz, ja. Lila Moosklumpen, einen bitte. Und nochmal ein bisschen Harz. Das passt schon. Schmeißen wir uns eine Seele ein. Da geht noch eine Seele. Wir gehen jetzt eben mal kurz zurück zum Feuerbandschrein, weil wir sind ja gerade in den Tunnel da. Weil ich will die Seele einlösen, dass mein Esso-Flakon mich besser heilt. Außerdem haben wir wieder 10 Schluck. Und die Folge hat sogar erst angefangen und wir haben schon den Boss down. Also, ich bin echt sehr zufrieden und der ist jetzt in den Tod gefallen, das ist natürlich auch cool. Hallo, ist ja gut, Maya, töte den, danke. Komm mal her. Warum klappt es nicht? Meine Kacke! Hier! Yeah. Mann! Hi, Kriegs! Ohne Seelen kriegst du nix. Ja, ja, so ist er. Der Kriegs. Noch was in Vitalität. Sehr gut. Ist unser guter Kumpel Lordrick noch hier? Nein. Aber die Anastasia ist hier. Okay. Und dann geht schon wieder zurück. Und ja, ich werde den regulären Weg Richtung Schandstadt nehmen, weil mal die Beine ausstrecken, genau, weil ich könnte mit dem Master Key auch die ganze Schandstadt jetzt auslassen, aber die gehört halt einfach dazu. Und dann mache ich das jetzt auch. So ein großes Problem habe ich damit jetzt auch nicht. Belasten tut es mich nicht. Nicht wie so manche schon, Schandstadt, Ach, Quatsch. So schlimm ist es da nicht. Sagte er.
als er im ersten Video kläglich am Gift krepiert ist. Ja. Mal langsam. War ja klar. Muss jetzt auch noch eine Heilwunde hier benutzen. Eine Heilwunde. Zu was die mich hier überall zwingen. Brauchen wir einen Pogen, einen Kurzpogen, einen Federpfeil. Den ballern wir der Dicken da. Ja, das sind Frauen. Ohne Mist jetzt. Das sind wirklich Frauen. Einen Schädel. Brauchen wir den schon wieder nicht mehr. Und weiter geht's. So. Einmal Plunge. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Einmal kurz heilen. Du bleibst da hinten stehen. So. Fünfmal. Ich sag dir fünfmal. Böse dicke Gummistiefelfrau. Das mögen wir hier gar nicht. You. Yes, you. Here, over here. Please. You must help me. Thank you. I would have been at supper without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius, Lord of the Great Swamp. I will not forget my debt to you. Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Ja, gut, dann haben wir den Laurentius ja befreit, den guten Laurentius. Unseren Pyromancy-Teacher. Jetzt nehmen wir den Weg hier. Kommst du mal her? Aua, 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 oh nein. Aua, 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 aua. Hund, hör auf. Hülle, hör auf. Hund! Hund! Boah, er wird so richtig mitgenommen, so Gott. Plansch den Hund! Plansch den Hund. Das klingt auf Deutsch so verkehrt. Plansch den Hund. Komm her, Hund. Hallo, der Hund war getroffen. Wo ist die Dicke? Da ist die Dicke. Die dicke Senftenkuh. Frauen, heilige Hölle. Fuck, sehen die hässlicher ohne Sack. Yay. Und unsere Glut, weil die Glut, die tut uns furchtbar gut. Oh, jetzt habe ich das ganze gute Fleisch auf den Boden gehauen. Oh. Das ganze gute Fleisch. Ach ja. Da läuft der Rotz von der Wand. Hi, Ratte. Mach's gut, Ratte. Mmh.
episch, Maya. Richtig episch. Ist es das, wenn man sagt, richtig auf die Kacke hauen? Menschlichkeit. Menschlichkeit ist hier aus. Hier gibt es nur noch Monster. Hi, Ratte. Ratte. Ei, das war knapp. Soll der warten, bis ein Buff dahin abgeklungen ist? Sondern der Ratte? Nein. Das trifft sich aber gut. Kommst du? Jetzt mal aufhören, hier Magie zu spammen. Hör auf! Nein! Stirb! Ratte. Oh, au. Wusste nicht, dass zwei hier sind. Nochmal, wie mir es nicht passieren. So Angst? Hätte ich dir vorher überlegen sollen. Ja, da kommen wir noch hin. Ja! Oh, oh, das ist nicht gut, wenn wir da hinkommen. Hi, Ratte. Jump! Was haben wir hier? Was Gutes? Ja, natürlich ist alles was Gutes. Mag ich das? Ja. Will ich es mögen? So, dann haben wir das gemacht. Hi, Ratten. Okay. Normal müsste man doch jetzt auch gleich invasiert werden. Wenn ich mich noch recht entsinne. Komm mal, da ist wohl die kleine Ratte. Jetzt ist sie weg. Ah, durchgemetzelt, da kennen sie nix, die Maya. Ganze Rattenfamilie ausgerottet. Tet. Was willst du denn? Verpiss dich. Mein Leuchtfeuer hier anmachen. Aber wir rasten noch nicht. Noch nicht. Noch ist uns keine Ruhe vergönnt. An diesem Ort. Müssen wir uns damit noch einen Shortcut aufmachen. Und wie gesagt, einen Invader müssen wir uns auch noch stellen. Ich muss bloß gucken, dass ich den richtigen Weg noch finde. Das ist nämlich immer ein bisschen ätzend hier. Man verläuft sich so gerne hier. So, und wuppada. Und da rein. Und darüber. Und jetzt vorsichtig um eine Ecke, da ist ein Loch, genau da müssen wir hin. Sehr gut, hier wollte ich her. Jetzt darf die Maya erstmal wieder so richtig gediegen auf die Kacke hauen. Und jetzt rutschen wir hier runter. Wupp.
Jawohl. Hey, du Schleimi. Wäre geil, wenn Schleimi Schaden nehmen würde von irgendwas. Ah, das tat er. Können übrigens grüne Scherben droppen. Können sie, aber das ist relativ selten. So, jetzt haben wir hier unseren Shortcut auf. Jetzt bin ich schon mal halbwegs glücklich. Ach, mein Monitor erzählt mir gerade irgendwas, dass ich in einer Minute von alleine abschalte, wegen Energiesparmodus. Das ist schön für dich, Monitor. Heirate. Au. This note. Ich brauch doch mein Estus. Oh nein, ich werde von der riesigen... Was tun die da? Lass mich mal... ja. Tut mir leid, Maya, dass du sowas sehen musst. Wir werden invasiert in 3, 2, 1, jetzt. Jetzt gehen wir wieder da hoch. Jetzt kommt hier diese Dornenschwuchtel. Finster Ritter Kirk. Mein Monitor hat sich verabschiedet, aber ich habe ihn schon wieder eingeschalten. Ah, hallo. Na, wie gefällt dir das, Kirk? Tolle Leistung. Und was hat er uns Feines gedroppt? Schild? Schwert? Schild. Hm. Okay, naja, immerhin. Hi. Ach, was war das? Zu spät? Halt, ich hätte mich vorher erschrecken müssen, ja. Ah, ich arbeite noch dran. Was ist das denn hier? Oh, Kacke, wer hätte es gedacht? Oh, ein Kacketurm. Ich möchte da rüber. Ich möchte da rüber. Darf ich da rüber gehen? Seele eines namenlosen Soldaten. Kusch. Ihr dürft mir aber auch was droppen, da wäre ich euch gar nicht mal so böse drüber. Überhaupt nicht. Aber sowas von überhaupt nicht. Ah, 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 ah. Ich ziehe mal kurz zumindest das Oberteil an, weil es hat einen riesen... Oh, der ist ja schon tot. Einen riesen genialen Abwehrschutz gegen Flüche. Und von diesen ganzen Echsen-Drop keine einzige was. Das ist schon bitter. Die können nämlich die Augen droppen. Die werden von den Eid gar nicht mal so uncool. So, Ring des bösen Auges. Ring des bösen Auges. Den rüsten wir doch gleich mal aus. Wir kommen hier eh gleich nochmal her. Zwar müssen wir hier entlang. Hier rüber und jump. Und eine weitere Menschlichkeit. Ja, ich versuche die Dinger ein bisschen zu sammeln für einen bestimmten Eid. Das wird cool. So, Seele des Soldaten. Und nun müssten wir, glaube ich, alles soweit haben. Ich denke ja. Auf die Kacke hauen! Und jetzt bewege ich mich ganz fix und schnell nochmal zurück zum Leuchtfeuer und dann geht's im nächsten Part weiter. Die befriedigt jetzt sogar schon alleine. Das ist schön für sie. Oh, jetzt geht's da auch. Ich level da mal noch eben auf. Aber ich kann schon mal sagen,
dass wir uns vermutlich wohl im nächsten Part wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch mir gefallen. Die Mai und ich, wir machen das schon. Wir arbeiten nicht seit gestern jetzt zusammen. Die Mai und ich, wir haben schon ein paar Arbeitsjahre auf dem Buckel. Aber gut, da sei mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Maya, setz dich hin. Hast du deine Ruhe verdient. Tschaußen.